Trotz ständiger Bedrohung durch Terroranschläge muslimischer Extremisten setzen Katholiken in Bagdad ein öffentliches Zeichen für den christlichen Glauben. Während der Passionszeit begeben sich Mitglieder der St. Josefskathedrale an jedem Freitag auf einen Kreuzweg. Zusammen mit dem Priester der Gemeinde, Luis Montes, beten sie an Stationen, die den Weg Jesu von seiner Verhaftung bis zur Kreuzigung nachvollziehen. Unter Polizeischutz tragen Kinder ein Kreuz und einen Behälter mit aktuellen Fürbitten aus aller Welt für die Christen im Irak und anderen Regionen des Nahen Ostens, die von der Terrororganisation Islamischer Staat heimgesucht werden. Das Bundesamt für Migration erwartet im Jahr 2015 rund 300.000 Asylanträge. Die evangelische Ausländerseelsorge betreut insbesondere Flüchtlinge arabischer Herkunft. Sehen Sie einen Kommentar von Hanna Josua, dem Leiter der Ausländerseelsorge. Dass die Politik eine Willkommenskultur schafft für die Menschen, die aus Syrien und Irak nach Deutschland den Weg schaffen. Aber auch ist das ein Gastfreundschaftsakt, den wir aufweisen sollten, dass Menschen, die nach Deutschland kommen, nicht als Last, sondern als eine Bereicherung anschauen. Nicht durch Polemik, sondern durch eine Willkommenskultur werden wir diesen Menschen eine Heimat anbieten und dass diese Heimat für sie quasi ein Ersatz wird für das, was sie verloren haben in Syrien und im Irak. Dass diese Traumata, die sie erlebt haben dort, dass sie nur dann überwunden wird, wenn wir ihnen die anfassbare Liebe Jesu zeigen, in dem, was wir ihnen anbieten in dieser neuen Heimat. Die Bedeutung von Religion wird in den nächsten Jahrzehnten weltweit zunehmen, allerdings mit großen regionalen Unterschieden. Diese Einschätzung gibt der Schweizer Religionswissenschaftler Georg Schmid im Materialdienst der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin. Seiner Ansicht nach wird die Entkirchlichung in Mittel- und Westeuropa weiter fortschreiten. Vor allem die beiden großen Kirchen würden weiter Mitglieder verlieren. Wahrscheinlich besteht weltweit ein Zusammenhang zwischen wachsendem Wohlstand und abflauender Religiosität, so Schmid. Der Schwerpunkt des Christentums verschiebe sich immer offenkundiger in die außereuropäische Welt. In den Schwellenländern zeige das Christentum vor allem in seinen evangelikal-charismatischen Ausprägungen eine in diesem Ausmaß noch nie dagewesene Anziehungskraft. Das Wachstum des Islam wird sich laut Schmid verlangsamen. Denn mit steigendem Wohlstand und mehr Bildung glichen sich auch die Geburtenraten verschiedener Religionsgruppen an.